bin der Gutsbesitzer Puntilar aus Lavi. Bin ein ehrlicher Mensch und habe 90 Kühe. Mit mir kannst du ruhig trinken, Bruder. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin der Matti Altun, zum Wohl. Ja, also, ja, es ist spannend. Also so, ich habe ja einen Robert jetzt erst ganz frisch kennengelernt so, und der Robert mich. Und so privat, privat finden wir uns willst super. Willst du mich küssen? Nein, nein. Also, ja, doch, vielleicht in die Kamera aus. Ja, und auf dem Hof selber sind wir uns ja nicht so einig. Ne? Und ich bin ja sehr, sehr manipulativ auch unterwegs, beobachtend und quäl ihn ja auch sehr. Und ja, es ist eben... Ja, es ist ein Abenteuer. Erlauben Sie, Herr Puntilar, ich habe nur Ihre Befehle ausgeführt. Das wissen müssen, dass diese Befehle ohne Sinn und Vernunft waren. Erlauben Sie, Herr Puntilar, Ihre Befehle unterscheiden sich nicht so deutlich voneinander, wie Sie es gern haben möchten. Häng mir nicht das Maul an, du! No, no, no! Ach, Bolschewik! Was? Ich bin kein Bolschewik! Ich habe in jüngeren Jahren mal die expressiven ersten Stücke gespielt, Trommel in der Nacht und Bal. Und ich glaube, dass Brecht mit Puntilar im finnischen Exil eine wieder zu dieser Expression zurückgefunden hat, viel Ideologisches fallen gelassen hat und so eine Art von vitaler Seinsfrage gestellt hat. Wie oder wozu lebt man überhaupt? Soll man jetzt einfach nur Kohle scheffeln oder soll man im Wald viel Weiberei treiben? Und Sie haben wohl gehört, dass ich mich allgemein hier verlob, gnädige Frau. Ich hoffe, Sie werden nicht fehlen. Hier ist der Ring. Und da ist der Schnaps. Ah! Ja, ich meine, der sucht ja auch Gesellschaft, dieser Puntilar. Und merkt natürlich, dass er, wenn er bei sich ist, also bei sich, wenn er nüchtern ist, ziemlich einsam ist. Und in dieser Einsamkeit fehlen ihm Freunde. Und er heuert eben so einen an, aus dem Osten. Der Gusta Chicas Finlandesa? Lassen Sie das! Das ist alles nur wegen der Sauferei. Mein Vater wird sehr ausgenutzt, weil er diese Schwäche hat. Er ist zu gut. Ja, das ist ein Glück für die Umgebung, dass er Zeiten hat, wo er sauft. Da wird er ein guter Mensch und sieht weiße Mäuse und möchte sie am liebsten streicheln, weil er ja so gut ist. Ich mag nicht, dass Sie so von Ihrem Herrn reden. Holen Sie mir einen Kaffee. Ja, es ist ja heute komisch irgendwie an vielen Stellen, wo Beziehungen zwischen Menschen stattfinden oder was, also das Wort Beziehung hat sich so verändert und ist so undurchsichtig geworden und so die skurrilsten Leute treffen aufeinander, quälen sich fast das ganze Leben lang, weil sie irgendwie der Meinung sind, das so muss eine Beziehung sich anfühlen. Und in dem Fall würde ich sagen, ist der Matti auf jeden Fall auch masochistisch unterwegs und sagt so irgendwie, eigentlich steht da über ihm und gleichzeitig braucht er auch die Peitsche und die Dresche in der Scheune von seinem Herrn und andererseits denkt er sich so, du, ich könnte genauso einen Hof führen, aber warum soll ich das übernehmen? Oh, dabei, dabei! Geh, geh! Ja! Der moderne Mensch sucht danach, wo er sich spüren kann oder wo er sich spürt und eben ja, dieses Undurchsichtige, eben danach zu suchen, wo bin ich, also nicht wo bin ich oder welchen Stellenwert nehme ich ein, sondern wo spüre ich mich? Und es ist fremd geworden, eben das, was ich vorhin meinte, man sucht nach masochistischen Begegnungen und so, um sich irgendwie zu spüren. Und diese Analyse, die dann Sebastian auch eben betreibt, finde ich eben super interessant. Ich riech frisches Holz! Über 10 Kilometer, du auch? Überhaupt die Gerüche, die wir haben im Tawasland. Wo gibt's das? Nirgends, Herr Puntilar. Und wo gibt's so eine Aussicht als über Tawasland? Ich mag es am liebsten, wo es so ganz verschwimmt. Das ist wie wenn man in der Liebe in gewissen Augenblicken die Augen zudrückt und es verschwimmt.